Ja, und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Grand Theft Auto 5 online. Und ja, wir waren ja jetzt hier bei der ganzen Aktion mit Lester und was weiß ich. Noch so eine Sache für euch, ich kann ja selbstverständlich nicht schon wissen, was ihr vielleicht in die Kommentare aus Versehen in die Kommentare mal was reingeschrieben habt. Kann ich ja nicht wissen, weil ich ja das am Stück immer hintereinander aufnehme, so ein paar, diese ganzen Parts. Ja, so sieht es nämlich aus. Aber ihr könnt es so sehen, es ist ja die Mittwochsfolge und genau eine Woche zuvor auf dem Mittwoch für euch habe ich es aufgenommen, damit ihr das mal wisst, wie mein Zeitgefühl ist und wie ich vorplanen muss, damit alles passt. Ich bedanke mich auch bei jedem, der mich abonniert hat, selbstverständlich. Das finde ich mega toll für eure Unterstützung. Und weil ihr auch so schön vernetzt seid, nicht vergessen, es gibt Twitter, Facebook, Twitch, Instagram und wie es alles noch heißt. Alles verlinkt in der Kanalbeschreibung. Noch ein bisschen Eigenwerbung machen, selbstverständlich. Das mache ich doch gerne. Also manchmal kann man die Fahrphysik hier auch zum Scheiße haben. Warte, was ist denn das jetzt hier? Wieso? Die ganze Zeit kommt vom anderen Mitspieler so ein schrilles Geräusch oder was ist denn so? Verstehe ich gar nicht. Sollen die doch ihre Mikros ausmachen, wenn die nur Krach machen? Zumindest nur sinnlosen Krach. Oh, der ist mal ruhig wieder. Oh, nice. Und schafft er. So, dann wechseln wir mal die Autos. Meine Güte, warum soll ich denn bis da rüber kutschen jetzt? Ist doch scheißegal. So, ich fahr wieder. Lester, komm mal ein bisschen entgegen. Komm. So, bitteschön, Lester. Und du auch noch rein. Und los geht's. Ist, glaube ich, wieder der originale Auftrag. Aber naja, wir haben ja Zeit, so ist nicht. Is it all there? I think so. You want to get out and check, go down the inventory, or are you happy sitting there making a perfect butt imprint in your easy wipe seat? I'll take your word for it. Thank you. It should all be there. The clothes, guns, headsets, holdalls, masks, the drill. Ich habe mich ein bisschen verbessert mit der Fahrphysik. Langsam weiß ich, wie die scheiß Kran hier fahren. So wie sie ausschwenken können. What they're gonna charge us with thought crime? Not so much thought as everything but the deed crime. We'd be caught with our pants down and a hard on out to here. Well, we're not getting caught. These are professionals. So I hear. The cheapest professionals money can buy. I like to think of it as investing in new talent. And until you and me start playing low rent Bonnie. Come on! And until you and me start playing low rent Bonnie and Clyde, that's the way it's gotta be. She didn't mean anything by that, by the way, she's just a little brusque. If they were offended, they would have said something. Ich habe auch noch nicht ganz herausgefunden. Es gibt so einen Punkt hier in Grand, in GTA 5, kurz und knapp. Gutes Fahren, du bekommst $2000. Würde ich gerne mal wissen wollen, womit das zusammenhängt, wenn ich jetzt richtig assi fahre oder wenn ich jetzt mal ein Stückchen langsamer fahre, weil ich auch manchmal nur rolle. Wenn die Karre so Schrott ist, habe ich das auch schon mal bekommen. Also, das ist echt eine Frage für sich, weil ich würde dann zu gern das immer machen und dann so richtig schön Geld einsacken. Immer. Das ist ja auch eine praktische Geldmaschine. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was hier passiert ist. Weil beim letzten Auftrag war ich schon alles. Ja gut, aber ihr seht zum ersten Mal, wie die Vorbereitung gestappt. Platin, Gold. Okay. Was heißt das? Da seht ihr. Ach, Level 31 sind wir schon. Ach so. Na gut. Dann sind wir Level 31 schon. So kann man auch mal die Level höher schrauben. Kann man das nicht wegdrücken? Ach, Mann. Doch.
So, jetzt kann ich eh nichts machen. Ich kann nur ranzoomen. Schaut euch die Sicherheitsmaßnahmen in der, keine Ahnung, Bank auf den Western Highway an. Dann holt, was weiß ich, und etwas Ausrüstung in den Fabrik ab und kommt zurück in die Wohnung, um den Unfall zu planen. Schafft den Fluchtwagen. Es ist, aha. Bitte warte, bis der Anführer die Entführung für die Raubüberfallplanungstafel beendet hat. Hoffentlich beendet er die bald. Na gut, auf der Karte ist es ja. Na gut, da sind wir ja schon hingekutscht die ganze Zeit. Tun wir mal hin und her ein bisschen spielen hier. Sieht man eigentlich hier jemanden noch stehen? Nee, leider nicht. Bitte warte, bis der Raubüberfall eine Raubüberfallvorbereitung ausgewählt hat. Raubüberfallanführer, ja. So, fertig, hat er die Aktion gemacht. Panzerung haben wir. Gut, passt. 2 von 2 Spieler. Jetzt warten wir auf den Host. Und er hat's geschafft. Oh mein Gott, nein. Ich nehme jetzt irgendeine Karre, aber nicht diesen PC, was weiß ich, weil das ist dieses scheiß Motorrad. Ist mir letztens eingefallen. So, jetzt habe ich mich nicht umziehen will, Alter. So, let's go. Ja. Stehen die ganzen Karren? Auch da vorne stehen sie. Nee, ich höre dich nicht. Damit die Karre. Sorry. Gut, der steigt aus, dann steigen wir auch aus. Na gut, können wir gar nicht. Doch, wir können. So. Scheiße, ich wollte Waffen kaufen. Mein Gott. Da hat auch gerade einer geschossen. Scheiße. Oh, bin sogar gekriegt. Ist immer erstaunlich. So, den haben wir auch. Uiui. Gut, da ist niemand mehr. Hier vorne aber. Da. Und jetzt. Ach, da hinten schießt der. So. Komm, der ist auch. Aber da sind noch 2, bitte lass doch mal die sterben da. Hä? Ist der nicht? Der ist tot. Oh mein Gott. Oh, ich dachte gerade, dass ich die weggeknallt hätte. Oh. Das wäre jetzt echt ein Problem gewesen. So. Ja, warte mal. Steig hinten ein. Die Karre ja haben wir. Oh, spring rund. Oh Mann, oh, warum kann ich nicht runterspringen? Genau, danke schön. Gute Idee.
Naja, ich muss eine Sprung haben, oder seine. Immer mich da verarschen. Es geht nur hier runter. Oh Mann. Muss ich noch darauf achten, dass ich. Dass die alle sich verpissen, ey. Warte mal, wir müssen mal die Waffen wechseln. Was haben wir für Waffen? Scheiße, haben wir nur die Pistole dafür. Na gut, das war eine Kinder. Ja, ja, ich glaube, das ist jetzt schon ein bisschen was anderes an Raubüberfall. Jetzt müssen, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das alles hier gleich gehalten wird. Hab ich den getroffen? Krass. Alter, wie viel einfach kommt. Wahrscheinlich. So, das passt auch. Gut. Dann sind wir auch schon so wieder. Nur eine kleine Drehung vorführen. So, dann müssten wir das Ding auch geschafft haben. In die Garage. Oder halbwegs in die Garage. Bestanden. Oder? Erstmal ein schönes Outro. Haben sie sich noch geplant? Nochmal eine Vorbereitung bestanden. Okay. Ach so, jetzt verstehe ich langsam, worauf die hinaus wollen. Tut das alles vorbereiten und dann irgendwann wird dann halt der große Zug. Ich habe das. Hätte mal ein bisschen lesen müssen. Ich hätte mal wirklich ein bisschen mitlesen müssen. Alter, diese geilen Ladezeiten hier. Das mag ich. Hoch erstmal. So. Oh mein Gott. Ich gehe mal passiv Modus, vor dem ich noch umbringe. Aus welchem Grund? Tja. Dann würde ich mal sagen, wir machen einfach. Fangen wir einfach mal zu diesem wunderschönen Punkt. Hier T, was weiß ich. Wo ist denn auf der Karte? Auf der Karte? Wo ist denn auf der Karte? Nee, warte mal, was ist denn das Grüne schon wieder bei uns? Warum ist das Apartment jetzt grün? Ha. Ist das schon wieder von der Karte verschwunden oder was? Och Leute. Ich sag euch jetzt schon eins, das ist definitiv verschwunden, dieses Symbol. Ich weiß auch nicht, wohin das jetzt auch immer. Einmal ist. Oh mein Gott. Meine Freunde, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Da sind wir auch wieder zurück. Nein, ich muss eine kleine kurze Pause machen. Ganz kleine Pause. Wir fahren einfach mal zu uns nach Hause, weil das so schön grün ist. Vielleicht kriegen wir vorher nochmal eine kleine Zwischenmeldung, was passiert ist oder was hier los ist. Diesen TP, was weiß ich, Industries, so hieß es ja. So. Warte mal, eine Sache wollte ich auch noch gucken. Müssen wir kurz telefonieren.
unser Mechaniker. Weil ich eine Frage habe an ihn. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Zerstört. Aha. Und dann rufen wir bei den Typen mal an. Weil die Bullen haben mir ja die Karre geklaut und ich habe nicht mehr dran gedacht und haben die Karre zerschrottet. Ein kleines Fail. Bezahle eine Prämie, um Anspruch auf den Fahrzeug geltend zu machen und zurückzubringen zu lassen. So. Befindet sich in einer Garage. Gut, dann hätten wir die Karre auch wieder zurück. Die Karre bringen wir auch einfach wieder zurück. In die Garage. Weil hier jeder so elegant eingepackt hat. Die realistische Animation nochmal. So, und da vorne steht das gute Stück wieder. Schön. Aber wir gehen trotzdem dann nochmal zum Waffenladen, weil ich nochmal was gucken möchte. Was ist denn mit dieser Karre los? Jetzt steht die so rum. Die ist auch mal richtig gut gespawnt jetzt. Komm, laufe. Und hoch, genau. Und da rein. Mensch. Jetzt. Jetzt hat er verstanden, was er machen soll. Jetzt hat er es verstanden. Oh, no way. Wo ist denn der Scheiß? Ach mein Gott, Leute. Schon wieder weg. Egal. Bäh. Ja, da ist wieder das Haar. Klassisch. Dann gehen wir da dann wieder zu. Dann gehen wir dann wieder dahin. Das wollte ich jetzt mal wissen, ob das Haar noch da ist. Bin ich ja zufrieden. Genau, und dann holen wir uns erstmal schnell ein Autochen hier vorne. Ich habe jetzt keinen Bock, aus meiner Garage eine Karre zu nehmen. Stopp. Das letzte Mal bin ich leider Gottes in diesen dieses Waffengeschäft reingefahren und dann ist es ja klar, es hat er leider zugemacht. Deswegen müssen wir das jetzt mal machen. Ich wollte das nämlich eigentlich schon längst mal machen. Naja, aber da war das Motorrad zu schnell, was eiskalt reingebrettert ist. Gut, der hat mich auch umgebracht sofort, weil ich echt fast den sogar überfahren habe, aber ich dann noch zurückgezogen habe und der hat die Waffe gezogen, leider Gottes. Ich hätte mal gedacht, dass man so weit krass in den Laden reinkommt, aber naja, sieht man ja. Junge, steh doch Tür zu. So. Er will mich nicht mehr kennen. Der sagt einfach neu Hallo. So. Schwere Schrotflinte. Ich habe ja ganz schön ein bisschen was Geld ein. So. Habe auch wieder einiges freigeschaltet. Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Zündungsgewehr. Spezial. Karabiner. Hier drüben. Sturmgewehr. Die haben wir ja schon. Aha. Die besitzen wir schon, aber wir brauchen Munition dafür. Die will ich eigentlich umbauen. Ich will mal ein bisschen was gucken, was können wir denn alles so schönes machen. Ist ja auch alles so schön billig. Aber vorher eine so, ach so, warte mal, kann man es ja. Oh. Und das die durch das Prinzip bedingte geringe Feuerrate wird durch die Reichweite der Steuer
Streuwirkung mehr als ausgedrückt sieht alles gut gekauft. Griff. Ich kaufe mir bei dir ein taktisches Licht. Und einen Schalldämpfer? Nee. So, aber. Mensch, Jung. Machst denn du? Genau, so rum. Großes Magazin. Achso, verstehe. Schwarzer Farbton. Gut. Dann gucken wir uns das mal vor der Tür an, ob das alles so passt. Vor allem, warum haben wir eigentlich Bargeld so wenig? Ich hatte das alles auf dem Konto überwiesen. Ja, so ein Passivmodus. Und es dauert und es dauert und jetzt. Ne, immer noch ein Passivmodus. Achso, ja, unten war ja die Zeit. Ich schon wieder gar nicht gesehen. Aber jetzt. Okay, nice. Das hätten wir jetzt und die hatte ich ja schon vorher. Setzen wir uns noch mal rein, dass wir auch noch was austesten. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, das hätten wir auch geschafft. Ja, dann fahren wir einfach noch mal nach Hause. Machen den wunderschönen nächsten Raubüberfall, sage ich mal dazu, Raubüberfall. Mal die kleine Abkürzung hier. So. Müsste erstmal mit den Waffen reichen, was wir haben. Ich wollte das Geld erstmal ein bisschen sparen. So, dann gehen wir mal in diesen wunderschönen Raum hier rein. Ich mache Crewmitglied. Möchte kein Anführer spielen. Das ist mir zu. Zu leicht. Das ist mir zu leicht. Viel zu leicht. Das sind heute wieder schöne Ladezeiten hier. Ach. Und so ein Depp wird's doch spielen. Hat da doch was. Ja, warum kommt jetzt diese Aufschrift immer? Verstehe ich nicht. So. Und Lenkraketenwerfer starten wir erstmal. Das gibt ein gutes Bild von uns. Ich wundere, dass ich die habe. Ich musste mir die einfach kaufen. Notgedrungen für so eine Fälle, dass irgendwas auf mich zukommt, damit ich einfach alles in die Luft jagen kann. Nur zur Sicherheit. Hab schon viele hinter mir. Jetzt geht nochmal auf bereit zum Spiel. Ach so, ja gut. Dann müssen wir auch mal noch was in der nächsten Folge vielleicht oder danach hier machen. Müssen wir noch mal zur Werkstatt fahren, weil ich wollte das Auto eigentlich noch, da wollte ich noch was gucken, ob ich da noch was tunen kann.
jetzt steht meine Karre da. Ach, diese Karre habe ich mir ausgewählt. Ach, ich müsste mal nicht herausfinden, wie die Karren immer heißen. Geht denn du jetzt? Ich wundere, ich habe auch mir die Hupe hier gekauft. Alter, willst du mich rollen? Steig doch ein! Ich, mein Gott. Idiot, ey. Vorne die alle zusammenfahren. Ich kann auch mal alleine fahren. Nur dieses zusammenhängende Kutsche fliege ich auch ein. Vor allem einer ist schon da vorne, weißt du? Alter, wie dumm. Ja, ich werde fahr jetzt hier lang, weil ich will da unter die Brücke durch, unter die Autobahn hier durch, ja, über die Autobahn. Och Leute. Alter, jetzt dreh dich. Komm, drehen. Hier ist ein schöner Weg, weißt du? Och nö. Ist nicht euer Ernst. Dann wird es wahrscheinlich so eine Sache sein, dann werden wir heute nicht mehr ankommen. Weil wir jetzt massiven Umweg haben. Sag mal, warum nimmt der... Komm. Alter. Gut. Müssen jetzt zum Blau, zu dem. Müssen irgendwie jetzt erstmal hier hoch. Da war, da was. Da ist was. Nein. Alter, dreh dich doch einfach. Ach, du willst mich doch verarschen. Dreh dich. Alter, jetzt reicht's. Ja, wartet. Im Endeffekt holen sie mich dann doch ab. Alter, was ist das für ein Müllauto? Zumindest ich habe noch nie ein Müllauto hier oben fahren sehen. Achso, ja gut, das konnte man sich cheaten. Das will ich. Das habe ich mal gelesen. Bei den Cheats da. Wie die hinten oben stehen. Ist auch nicht schlecht. Oh, richtig schön die Knarre raushalten hier. Was hat der denn da? Ja, die Knarre. Nee, doch nicht. Ich dachte, wir müssen gerade in den... Nee, komm, jetzt. Und jetzt. Ich bleib erstmal drinnen noch. Ist nicht euer Ernst, oder? Müllsäcke. Kann Müllsäcke in die Hand nehmen? Hätte sich das in GTA ausgedacht. Alles klar. Jetzt spielen wir ja Müllabfuhr. Auch nicht schlecht.